Help me. Help me, please. Help. Ow. Ow. Help me. Help me. Ow. Oh. Oh. Ow. Oh. Uh-oh. 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 Oh. Uh-oh. Selling humans as drugs. You're the only one that can stop them. You realize we're gonna have to take out the entire alien drug cartel. Hallo Ladies und Gentlemen und herzlich willkommen hier in meinem Chaos zu einer neuen Folge High on Life. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch hoffentlich viel, viel Spaß. Denn Ladies und Gentlemen, wir haben uns entschieden, die Kopfgeldmission Krubes anzugehen und sind im Dschungel gelandet, wo, ich nenne sie ja gerne die Anti-Glückbärchis, erst gefangen genommen waren, aber zumindest die hier irgendwie zu leben scheinen. Sie sehen einfach nur maßlos depressiv und traurig aus, weil sie die ganze Zeit irgendwie so ein Gesicht wie 7 Tage Regenwetter verbreiten. Ja, wir sind im Dschungel tatsächlich jetzt schon einiges vorangekommen und ich habe große Angst, dass wir jetzt gar nicht mehr so lange haben, bis wir auch schon mal wieder auf den Bosskampf treffen. Just a little reminder, you have a scanner, you probably remember, and I'm sorry for saying anything. Aus dem Grund Angst, weil ich Angst vor dem Versagen habe, Ladies and Gentlemen. Ja, pass auf, also, wir suchen jetzt das Minengebiet, das ist jetzt das nächste, was wir angehen sollen. Tun wir das, oder? Oh shit, Gatterall, grab some of that and feed it to me. It powers me back up. Ich glaube, ich brauche gar nichts mehr. Kann ich da noch was einsammeln? Eigentlich haben wir alles gerade voll, ne? So, ich teste nur mal schnell die Tassen nochmal. Okay, Ladies and Gentlemen, ich glaube, wir haben hier auch schon alles irgendwie abgesucht, auch was Truhen betrifft. Maifi war hier. Ja, pass auf, dann lasst uns das besagte Minengebiet suchen. Ja, ich wünsche euch da draußen viel, viel Spaß. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Ah, jetzt weiß ich wieder. Ja, genau, die Tür hatte sich geöffnet und wir konnten da reingehen. Ah, richtig, richtig, richtig. Ich gucke erstmal, ob ich noch irgendwas... Ja, siehst du, da ist noch eine Kiste, aber da weiß ich nicht genau, wie wir rankommen sollen. Ja, ich gucke erstmal noch, ob ich noch was einsammeln kann. So, das wollte ich sagen. Beendet deine Sätze, Mädchen. Was ist denn das umgekipptes? Das war mein Roboter, würde ich sagen. Okay, gut. Mine heißt aber auch, dass wir hier aufpassen müssen, ne? Moppeltdorf. Und so müssen ja diese kleinen Viecher geheißen haben. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, was er gesagt hat. Wir haben doch safe jetzt schon wieder irgendwelche Leute vor uns, oder? Jeez, are the G3 even trying to domesticate the local mites? Es ist so ruhig. Es ist so unfassbar ruhig. Ja, wir suchen hier jemanden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da ist eine Truhe. Das kann ich aufmachen? Nö. Komm ich auch nicht hoch. Ah, ich sehe gerade, es gibt Truhen in jedem einzelnen Bereich. Haben wir eigentlich auch sowas wie eine Gesamtkarte? Nee, ne? Eine Übersichtskarte haben wir als solches in der Mission nicht, weil ich jetzt... Nee. Weil wir haben ja nicht nur 2 Kisten eingesammelt bisher. Hier. Klack! Hallo Bürger von Blimp City, ich bin Magistrat Klack Nackman und ich möchte wissen, ob ich bei der nächsten Wahl auf eure Stimme zählen darf. Oh, wie gruselig ist das, überleg mal. Du hast in deinem Anzug einen Messenger-Dienst, was schon schwierig ist. Überleg mal, du bist gerade in irgendeiner Schlacht oder sowas oder kommt irgendeine Message von Mutti oder Omi oder irgendwas und du bist dann völlig abgelenkt und raus. Aber nee, noch viel schlimmer, wenn sich die Politiker dann persönlich irgendwie mit Werbe, wenn Wahl ist oder sowas, die Werbeplakate und Werbeaktionen gehen einem ja eh schon so auf den Sack, weißt du? Und mach das weg. Ich kann es aber auch nicht wegswipen, ne? Scheißdreck, Alter.
Ja, wenn die dich dann... Oh, und wenn ihr dann spendet, dann werden wir noch mehr E-Mails schicken, weil wir dann wissen, dass ihr spendet, wenn wir euch nur oft genug darum bitten. Danke, wenn die euch dann zuspammen. So, we're bounty hunters, huh? That's pretty crazy, right? You know, that's like one of the coolest jobs that exists, and we're doing it. You know, obviously our main goal is to kill the G3, so we're kind of like not really doing a whole normal bounty hunter thing, but that's fine. You know, we still get to call ourselves bounty hunters, that's all that matters. Ich weiß nicht, ob ich ihn nur mal durch kann. Nee. Muss ich das erstmal ausmachen? Und wenn ja, wie? Oder kann ich hier irgendwie durch? Nee. Also, es sieht ja so aus, als müsste ich diese Barriere vielleicht erst kaputt machen. Hä? Hä? Und warum ist das so dunkel hier? Und warum sieht das so eklig grün aus? Ich habe schon wieder sehr viele Fragen. Okay. Die, you creepy crawly bastard! Krabbelvieh, ich sehe überhaupt nichts, ne? Darf ich mal sagen, dass ich nichts sehe? Meint ihr das da ganz weit entfernte? Ah, ich glaube ja. Na dann. Auf ins Spektakel. Holy shit, looks like the G3 ran into trouble. Maybe they'll sort this out themselves. Sortiere erstmal die Lage, Freunde. Du hast da noch eine Kiste irgendwo gesehen. Aus der Entfernung macht das keinen Spaß. Komm, Freunde, wir müssen da näher ran. Auch wenn ich jetzt erst mal gucken wollte. Ist der jetzt irgendwie runtergeknallt? Ich glaube, ja. Oh, oh. Aber komme ich hier rüber? Über die Steine wahrscheinlich, ne? Sollte immer erst gucken, wo man irgendwie langkommt. Ah, nein, komm ich nicht. Ja, ja, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut. Chill. Warte. Knifey! Oh, oh. Oh, oh. Ja, ja, gut, gut. Okay. Ah, siehst du, wenn man einen richtigen Headshot hinkriegt, dann geht die Geschichte auch schnell vorbei. Sie sehen so lustig aus, ne? Ich sag's ja nur. Sie sehen so lustig aus. So, noch irgendjemand, der Bock hat? Ich sehe tatsächlich niemanden. So, pass auf. Getra. Warum sollten wir uns das jetzt nochmal anzeigen lassen? Ich weiß nicht. Da ist noch eine Kiste. Pass auf, dann gehen wir erstmal zur Kiste. Sofern wir da hinkommen. Aber es hört sich so an. Komme ich da durch? Nein, komme ich nicht. So einfach verliert man Organe. Wir hatten schon mal so eine Stelle im Dschungel, wo ich am Überlegen war, wie das funktioniert. Vielleicht müssen wir aber auch erst Strom abstellen. Das kann sein. Hä?
Jetzt sehe ich sie tatsächlich auch gerade. Doch, sie ist noch da. Wir waren im anderen Winkel. Okay, Frage. Frage. Was sind das für seltsame Pflanzen? Da hast du aber auch den Eindruck, dass sie dich gleich anfangen zu fressen. Also ich muss auf jeden Fall irgendwie nach links. Aber ich will auch nichts übersehen. Ich habe den Eindruck, wir mussten jetzt so schnell hier vorbei. Dass wir bestimmt ein bisschen was übersehen haben. Boah, ist aber auch ein ekliger Wasserfall irgendwie. Siehst du, hier ist zum Beispiel noch einer. Und hier einer, an die wir nicht rankommen. Tja. Romantisch. Stühle davor. Aber vielleicht können wir irgendwo wirklich noch einen Schalter bedienen. Leuchtet so grün. You know, I can crawl without your help, by the way. You know, just was? In case you were wondering. Irgendwo bin ich runtergefallen. Irgendwas mit kriechen wollte er. Ja, aber hier ist ja nichts, wo ich drunter durchkriechen kann. Aber wo bin ich denn? Ah ja, okay, da war sogar eine Absperrung. Und sie hat es einfach nicht gesehen, ne? Sie hat einfach die Absperrung nicht gesehen. Dazu muss ich sagen, ich finde es gerade irgendwie sehr dunkel und ich weiß nicht wieso. So ein bisschen kontraproduktiv, wenn hier die Flutbeleuchtung an ist, ne? Okay, dann laufen wir einfach hier jetzt mal in die Richtung weiter. Das scheint ja der richtige Weg zu sein. Aber ja, klar. Im Dschungel ungesehen vor allen Augen, die nicht sehen sollen, was abläuft, da befinden sich natürlich auch Drogenkartelle. Is this the entrance to the mines? Ich fürchte ja. Jesus, they really fucked this place up. I didn't know it had gotten this bad. Minen vor Ort. These guys just don't let up, do they? Oh shit, Trentons. Gotta be honest, you know, they're working for the G3, but still irgendwas. Better than our friend from earlier. So Fliegengeschichten sind immer, skurril. Das geht doch. Okay, wir haben es erwischt. Wow. Da hat mich doch was getroffen, würde ich sagen. So Dreck. Okay, ich glaube, ich konzentriere mich erstmal auf das, was in der Luft ist. Ich würde, glaube ich. Wo stehst du hier eigentlich? Mir geht es nicht gut. Pass auf, wir laufen einfach. Ist das ein Schutzschild? Können die mir was? Ich glaube, das ist ziemlich gut. Wir haben hier so eine Art Schutzschild. Das ist wirklich ein Schutzschild, Freunde. Aber man sollte trotzdem nicht daneben stehen bleiben. Okay, ich laufe erstmal hier hin. Warte mal. Das waren doch die Blumen. Die Blumen. Wait. So. Jetzt bin ich hier. Nix. Ich schlitz euch alle auf. Okay, wir müssen einfach nur schnell sein. Einfach nur schnell sein. Knifey! Will ich wissen, was er da macht? Ah, nee, da hinten sind noch mehr. Ich sehe auf jeden Fall noch mehr.
Rennen. Fuck. Hier sind so viele. Ich brauche irgendwie mal einen sicheren Platz oder sowas. Ah, fuck. Ja, hier oben ist auch okay. Gut, nicht gut. Ah. Ah, die sind echt nervig. Liebe ja mein Messer, ne? Wir müssen jetzt einfach wirklich schnell brachial vorgehen. Ah. Na. Komm ich da hoch? Nein, warum nicht? Ja, Angriff. Warte mal, ich zieh mich mal ein Stück zurück. Was ist denn das? Keine Ahnung. Oh, oh, gleich ist vorbei. Ah, ich bin zu brachial vorne weg. Warte. Auch. Warum sind hier so viele? Mit einer Hinrichtung. Töte 30 Feinde mit einer Hinrichtung. Gott. Hinter mir ist niemand, oder? Ah! Ih, habt ihr das gesehen? Was denn hier explodiert? Those fuckers are getting recouped. Voll. Also. Maybe that was overkill. Wo ist er denn? Ich sehe ihn doch. Weiß doch, dass da noch einer ist. Hinten? Nein. Wo denn? Unten? Irgendwo unten. Hä? Wo denn? Bin ich dumm? My trick hole's ready for you. Let's glob 'em. Ich seh's nicht. So, diese Fliegedinger sind ja wirklich ein bisschen eklig. Also hier unten sind noch ein paar. Pass auf, wir sollten hier auf jeden Fall nach unten gehen. Haben wir noch irgendjemanden, der Bock drauf hat? Pass auf, ich gehe nochmal nach unten. Bestimmt auch Sachen einsammeln können. Wie viele Ebenen hat das Ding denn? Keine Ahnung. Aber wir haben hier... Warte mal, was muss ich machen, um an diese Teile ranzukommen? Irgendwas konnte man noch tun, oder kann ich hier an der Stelle jetzt nichts mehr tun? Hä? Muss ich erst woanders hin? Warum haben die überall so eine Schutzschilder? Ich bin verwirrt. Also, wir konnten noch eigentlich mit diesen Dingern was tun. Hä? Tja, offensichtlich nicht. Gut, damit hätten wir vielleicht auch noch den einen oder anderen Gegner bekommen. Sind wir die nächsten? Warte mal, hier sind zwei. So, und?
So. Okay, great. Whew. All right, now let's try. Sammle Kristalle. Siehst du, jetzt? Ah, okay. Wir müssen die also erst besiegen und dann die Kristalle einsammeln, weil das war ja so ein Kristall, den wir hier gesehen haben. Zack. Ah, okay. Okay, okay. Schon überlegt, warum das so ging. Okay, ist ja die Frage, wie viele müssen wir sammeln? Und wie viele gibt es? Ich glaube, hier sind wir hergekommen, ne? Ja. Ja. Das sieht so aus, als wären wir hierher gekommen. Ich muss aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Das wäre sonst auch hart scheiße. Okay, dass wir irgendwie mal höher kommen. Ah, sehe ich irgendwo noch was? Auch nicht wirklich. Mal rüberschwingen. So, jetzt sind wir in diesem äußeren Kreis hier oben. Aber da kann ich doch rüber, oder? Nee. Runtergefallen. Fantastisch. Okay, pass auf. Vielleicht haben wir hier noch irgendwas. Okay, this should take us down into the mines. Ja, warte mal. Ich suche ja erst noch Kristalle. Meinst du, hier gibt's noch Kristalle? Es sieht jetzt irgendwie nicht danach aus. Ein Kristall habe ich gefunden. Ich fürchte ja, dass wir jetzt Krubis gegenüberstehen gleich. Fahrstuhl kaputt. Und jetzt? Hallo? Ach nö. Aber kann ich nicht von hier schon ein paar Leute erlegen? Na, ja, ich glaube, die Idee war nicht so klug. Wow. Das nenne ich mal Treffer. War da nicht noch einer? War doch noch einer. Tja. Wir, dass wir jetzt gut runterkommen. Ah, Hilfe, Geronimo! Alright, don't forget, we're looking for a blank warp ticket and some way to find out where Krubis is. Let's get to work. Wow. Oh, that's a fracture. Ah, der verliert dann so ein bisschen seinen Panzer, sehe ich gerade. Er verliert dann seinen Panzer. Yeah, der war gut. Holy fucking shit. Ich mach mal noch eins hin. So, okay. So, spannende Dinge noch einsammeln. Bleib doch stehen! Wir bewegen müssen. Am Arsch. Komme ich hier dann wieder hoch? Ich glaube nicht. Komme ich dann hoch, wenn ich hier runtergehe? Aber guck mal, wir müssen hier weiter runter. Ich glaube, wir müssen schon weiter runter. Ich fürchte ja. Okay. Folgen wir einfach dem Krawall. Oh shit. Renn, wenn du kannst. Wow, oh shit. Das war eine Falle vielleicht. Das haben wir mit Absicht gemacht, damit ich hinterher renne.
Warum kann ich das nicht einsammeln? Weil ich es gerade nicht brauche, ne? Hey! I'm ready for a glob shot! Wird nicht im Arsch gewackelt. Oh, da hatte sie das Auge raus. Au! Von hinten! Pass auf! Arsch! Aua! Wenn Augen platzen, ist das auch echt nicht lustig, ne? Jesus shit Christ! Jesus shit Christ? Attention, oh. Marine Operation 12C! It's me, Krubis! Speed things up! I'm fucking underwater! Oh Gott! Trying to keep things on schedule. And I figured, maybe you forgot that if you piss me off, I will kill you! It's really easy to find more slaves. Look, just do your job and mind more Virgos. So ein bisschen Maulwurf-mäßig, ne? Hey, he's got a Gatling. We gotta rescue it. Da habe ich ja jetzt schon Bock drauf. Nicht. Hey there, I'm the quartermaster around here. Wanna buy something? Hi? Yeah, I tried mining. Oh, ein Volleyball. But, you know, my mit diesem Volleyball kannst du Volleyball spielen. Obviously. As soon as that happens, it's like it's gonna be a whole cycle for me to recover, and I've got to keep mining the whole time. I kept accidentally re-snapping my wrists over and over. Ich wollte jetzt nicht eine Therapiesitzung abhalten. That's just gross. You know, we don't want to hear that while we're on the job. And hallo. So I became the quartermaster Ach, pass auf. So, dann lesen wir es uns jetzt nicht durch und holen einfach den Ball. Eine Klumpenniere. Kaufen. So. Und zwar. Falsch. So, die Niere zählt unter Verbesserung, oder? Also. Ein spaßiges neues Organ für Kenne, mit dem er schneller Schleim erzeugen kann, sodass du mit weniger Abklingzeit und schneller zu den Klumpenschüssen zurückkehren kannst. Das hat nichts damit zu tun und interessiert dich wahrscheinlich nicht, aber es hilft auch bei der Prostata-Stimulation. Yay. Ich freue mich. Hast du noch mehr im Angebot oder war es es? Ja, Dinge, die man gerne auf dem Einkaufszettel hat. Eine Niere und einen Ball. Boah, ich habe richtig Schiss, ne? Der Typ sah nicht so spaßig aus. Aber wo müssen wir jetzt hin? Darüber. Ah, wie komme ich da durch? Finde Krubis Koordinate. Vielleicht irgendwie oben rüber? Mining Operation 12C. This is Krubis again. One of you weird moblet fucks just delivered me a batch of defective Virgos. You wanna know how I know they're defective? Because they're fucking dead! Looks like most of them got crushed in a cave-in. And I punished the moblets responsible, but it looks like they died in the cave-in too. Don't let it happen again. Oder muss ich irgendwo ganz anders lang? Weil ist ja irgendwie alles zu. Okay, guck mal, da ist aber eine Kiste. Ach so, ach, ich bin auch dumm. Die kriegen wir doch so auf, oder? Okay, yeah, there's no way we're getting past that laser grid. There's gotta be some way to shut it off somewhere around here. Ausschalten. Ja, ich sehe es nicht, Freunde. Da unten ist eine Kiste. Lassen wir uns einfach mal da runter fallen. What's up, fuckers? It's me, Krubis again. Someone ended up the wrong shipping destination on an entire stack of Form 40 cubes. You fucked up my whole day. Did that? Just come forward and tell me whose fault it was. Unsympathisch. I wish I could promise you I won't kill you, but I'm definitely gonna kill you. Unsympathisch. Okay, jetzt müssen wir gucken, dass wir hochkommen. Aber was bauen die hier in der Mine ab? Ist die Frage. Was bauen die in der Mine ab? Ah, okay, hier war ich, hier war ich, hier war ich. Gut. Pass auf, hier war doch auch so eine Tür. Ich hätte vergessen, dass ich die so auf dem Weg aufmachen kann. Ja, ja, ja. Zack! Ich hab's schon wieder total vergessen. Wie dumm, oder? I fucking hate
paperwork. Why the fuck does Gargantuis always stick me with the paperwork? Also er hasst Papierkram. Okay, jetzt sind wir hier. For hands. For one thing, hier. That means I should be drilling. Nach oben? And for another, it means I keep shredding all this important fucking paperwork. Wie komme ich nach oben? Boah, gute Frage. Ah, so komme ich nach oben. Oh, das ist alles immer so knapp berechnet. Oh mein Gott, ich denke mal, ich sterbe. Und jetzt? Hä? Ist da irgendwie rein? Aber wie komme ich da rein, ist die Frage. Also hier ist ein Raum. Aber ich komme nicht rein. Kommen wir hier irgendwo rein? Na. Hä? Ist ja wild, wo ich hier lang klettern, ne? Darf ich das mal sagen? Aber hier unten führt kein Weg hin, oder? Hä? Irgendwas habe ich übersehen. Oder war es der Weg? Wait. Hä? Wie kommen wir da rein? Look, I'm sorry. I know everything's getting thrown at you all at once. It's a lot of shit. Let me try to summarize. There's a big evil giant slug guy named Gargantuis. Mining operation 12C. Weiß ich doch, aber ich weiß nicht, wie ich da reinkomme. According to all the hot miners we forcibly implanted in all you moplets, you're running 8% less efficiency today than you were yesterday. Irgendwo, wo ich sein sollte oder wollte. Scheiße, ich häng fest. Muss ich jetzt sterben? If you want to keep up with the next week's shipment, then yeah. Ja. Eigentlich jetzt hier an dieser Stelle? Ah, Fork. Fork. Das ist ja jetzt eine beschissene Stelle. Darf ich das so sagen? Wie komme ich aus der Stelle jetzt hier raus? Fuck. Fuck. Oh mein Gott. Oh, oh, oh. So eine Spielstellen hasse ich, wo du nicht rauskommst. Hier gibt es aber auch nichts, was mich rausretten kann, ne? Scheiße. Jetzt muss ich an irgendeinen Ladepunkt oder sowas. Ja, blöd wie es ist. Wir müssen uns zum letzten Kontrollpunkt laden. Ja. Ich kann es nicht bestätigen. Ich kann es aber auch nicht abbrechen. Oh, ist hier jetzt ein Bug in diesem Menü? Oh! Warum? Ich drücke auf A und nichts passiert, Freunde. Okay, das war wild. Das war wild. Yeah. Also, da sollte ich nicht sein. Muss ich jetzt alle Gegner nochmal machen? Nein, ich glaube nicht. Aber wie komme ich da rein, ist die Frage. Attention, Mining Operation 12C. Okay, die Brücke ist wieder zu hier auch. Muss ich vielleicht irgendwie, komme ich hier rüber? Nee, komme ich auch nicht. Hä? Hä, wollen wir seine Klappe halten? Hey, he's got a Gatling! We gotta rescue it! Ich würde ja sagen, ich muss irgendwie da hoch. Aber... ich wüsste nicht, wie ich da hochkomme. Nein, zu niedrig. Fuck! Hä? Ich finde den Weg nicht. Weil wir müssen ja irgendwo nach oben. Aber da war nix. Oh, habe ich jetzt einfach irgendwo den Eingang nicht gesehen? Ah, warte mal. War hier noch eine Tür? Ach. Ja, gut. Da war noch ein Eingang. Ich bin vorbeigelaufen, oder? Tada, ich hab's gefunden. Oh, explodieren die? Dezent. Ah, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Das ist die Geburt.
Das war ein Knopfdruck. Okay. Ja, mega. Entschuldigung. Da ist nochmal ein Ball. Ich bin zwar der Meinung, wir haben schon einen Ball gekauft, aber gut, doppelt hält besser. Aber haben wir denn jetzt auch zwei Bälle im Inventar? Nein, da hat er nur einen Ball. Aber bei den Verbesserungen haben wir die Niere drin. Skurril, wir haben ja beides zusammen gekauft. Okay, da fragen wir es einfach nicht. Gut, da ist noch eine Kiste da oben. Ich glaube, wir müssen jetzt richtig hart schnell schon wieder sein. Das war jetzt aber auch nicht richtig, oder? Aha, so. So wird ein Schuh draus. Der Winkel war entscheidend. Ich liebe ja diese Pflanzen. Die Pflanzen sehen echt cool aus. Aber wie komme ich da hin? Komme ich da hoch? Ja, okay. Gut. So, manche Sachen lassen sich echt schwer einschätzen von der Distanz. Finde ich. Mining Operation 12C. This is Krumus again. One of you weird moblet fucks just delivered me a batch of defective Furgles. Dann quatscht er mich. Warum quatschen mich eigentlich alle immer hier so voll in diesem Spiel? Ist ja auch mega nervig. Alles quatscht mich voll. Okay, von der anderen Seite vielleicht. Ist das so ein Büro? Verwaltung. Lady! Hallo! Ich will sie jetzt in ihrem Telefonat nicht stören. Ich hab die Verwaltung gefunden, toll. Das heißt, die Glücksbärchis arbeiten für ihn? Hallo! Oh, sie hört nicht auf zu reden. I didn't use those words, but thank you for giving that vocabulary to me. I appreciate it. Mm-hmm. Well, the reason I'm here is... You know what, Dad? I've had enough. I love you. Ich habe ja den Eindruck, dass sie konstant weiterreden wird. Ja! Ja! Leg auf! Ja! Hallo? Excuse me? I'm so sorry. I didn't see you there. I'm Helen. I just need to know, are you the new hire or the new boss? Ich bin der neue Boss, würde ich ja sehr gerne sagen. Ich bin der neue Zugang. Yeah, sure. You know, we're here to work. Fantastic. You look sharp. I think the team's really gonna like you, hon. Let's get y'all set up. Head on into the next room and find a place to work. Go on without me. I haven't left this chair in years and I don't plan to start now. Festgeklebt am Stuhl. Ja, vielen Dank, Lady. Aha. Okay, finde einen Ort, wo du arbeiten kannst und die Tür ist jetzt zu. Geil, wir sind jetzt gefangen in diesem Unternehmen. Hey, you must be the new office clerk, right? Just sort through that paperwork for us. We're so small. Sure. Was? Yes. Was? See what was? I do. Bürokratie-Simulator? All right, better get to work. Was? Nee, ne? We still good for Hyperfeast later? What time? Was soll ich damit machen? Zorg. Da ablegen? Zorg totally works. Hey newbie, you know Hyperfeast? They create new life in front of you and you get to eat it alive. Shit's wild, was? Man. Hyperfeast. Oh warte. You're my girlfriend. Oh nein, wir sollen verschiedene Sachen machen. Oh Gott. Oh Gott. God, I'm going insane. I'm going fucking nuts.
und ablegen. Oh, fuck. Ja, Bürokratie. Y. Ah, unterschreiben. Ich habe unterschrieben. Aber ich habe mit einem anderen Namen. Ich habe die Unterschrift gefällt. Ach, du Scheiße. Wie geil ist das denn? Bürokratie-Simulator. So, Unterschrift gefällt. Weglegen. Kriege ich hin. Nächstes. Zack. Zack. X. Weglegen. Zack. Nächstes. Kriegen wir hin. Ich bin der Bürokratiemeister. B, Y, A, X. Weglegen. Nächstes. And done. Finally. Fuck you? Was mache ich jetzt damit? Ich kann Fuck you nicht ablegen. Doch, kann ich. Bürohengst? Okay. A, B, 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 A. Weglegen. Nächstes. Nehmen. A. Weglegen. Nächstes. Komm, schneller. Du musst doch schneller bearbeiten. Ich lese gar nicht, was ich da tue. A, B, B, Y, Y. Weglegen. Ich bin der Bürohengst. Ah, X, B. Weglegen. Okay, yeah, that makes sense. It does, yeah. I think if I sit back down at my desk, my soul is just gonna leave my body. Okay. Well, da haben wir. I've got work to do. Ich vergesse immer, wo Y ist. I have to do all this fucking work. This is the whole fucking problem, man. Wie lange geht das? Day's work. Glad we got Ach so, that all done. Fertig. Da ist nichts mehr. Be a third stack. Ach nö! Cold sting of irony. Is that ironic? I never really know. Dieses Spiel ist so cool. Deswegen sehen die auch so traurig aus. Jetzt weißt du genau, warum die so aussehen, wie sie aussehen. Weg damit! So, ich habe keine Ahnung, was ich unterschreibe, was ich hier tue. Wahrscheinlich so die ganze Auslieferungsdaten für die ganzen Drogen. Ich krieg auch gar nicht mit, was die untereinander reden. Ich bin so hochkonzentriert auf meine Arbeit. Ich will das ja nur mal sagen. Okay. Wait. Schneller. Ich mach meinen Job immer besser. Ich mach ihn immer besser. Weglegen. Komm, leg es weg. Ich kann es nicht weglegen. Nächstes. Okay. A. Y. Y. B. A. B. B. Would you maybe like want to get some drinks tonight? Oh, okay, we're done. No more paperwork. Doch, Stapel 4. I said no more paperwork. Not even a fourth stack. Okay, good. God damn, you filled out those papers like Töte a bloß niemanden. Bitch. Like a real bitch you are. Fuck you. You're promoted. You're free to go into Krubus's office. Why? Because fuck you. That's why I don't need a fucking reason on boss. McBoss. Wenn die Kollegen beleidigen. In here jerking off or whatever. Fucking other stuff too. I don't give a shit. Gut, Schlaubi! Was? Was trinkt ihr nur? Achso. Ich will zu denen. Ich kann nicht zu denen. Ich will zu meinen Kollegen. Hallo! Tippt er wirklich so? Wo rennt er jetzt hin? Hey. In my mind palace solving a decades-long mystery. You just interrupted me. Sorry, I gotta tell you something important. Well, it better be important, because that case is never gonna get cracked down. The victims will never see justice. I can't go to Hyperfeast with you. What? What do you mean? Versetzt. They literally create life in front of your eyes and you eat it. It's fucking Hyperfeast. I made plans with someone else. You what? I'm gonna get married to Dimitri again. Was? I mean, we only made plans for the one date night tonight, but trust me. Was? Was passiert denn jetzt schon wieder? Getting married again. Dimitri? But baby. I'm not your baby anymore. I'm Dimitri's kiss bag. I'm nothing more than a little sack of flesh for Dimitri to kiss all over whatever he wants. But I thought we had something special. We don't. We never did, and we never will. Was ist die traurigste Trennung, die ich je erlebt habe? Oh, guck, wie traurig sie ist. Das ist Dimitri?
Was? Yeah, fuck you. Our date's jet skiing. We're gonna go jet ski and make out. Have fun at Hyperfeast, lame-o. Eh? Oh god, I love them so much. They were so fucking hot. Oh, what are you looking at? You never seen a moblin cry. Nein, bei eurem Gesichtsausdruck würde ich denken, dass ihr die ganze Zeit nur am Weinen seid. Fuck. Oh! No! Tu's nicht! Kann ich sie beruhigen? Ja, spaßiger Arbeitstag, würde ich sagen. I want to die. I just want to die. Just leave me alone. Well, you did it again. You lost the one good thing you had going. And they are so hot. I'm sad. I'm sad I want to die. They don't even pay me. That's why I didn't have any ammo. I can't afford it. Oh, ist das traurig. Oh, ist das traurig. Sollen wir sie umbringen? Just fucking everywhere. Ich erlöse sie. Ich kann sie nicht erlösen. Ich hab's probiert, Lady. Ich will ihr helfen, aber ich kann ihr nicht helfen. Okay, also, der ist abgezogen mit Dimitri. Alter, was ist denn hier los? Und du? Arbeitest nach Vorschrift. Was ist denn hier für eine Müllhalde? Finde ich die beiden noch irgendwo? Machen die da jetzt Liebe? Was zum? Also. Sie macht aber auch keine Geräusche, ne? Die treibt's da jetzt gerade im Büro, während sie hier sitzt? Ich bin totally geschockt. Ich bin einfach completely geschockt. Darf ich das mal sagen? Okay, schönen Tag noch, Freunde. Ach du Scheiße. Gott, wie sieht's denn hier aus? Sie sah genauso kacke aus. Where are you? This is Garmantuous. I just checked the log and you're 3 days behind schedule with the latest shipment. But you know what? It's not that big of a fucking deal. These Furgles aren't gonna be worth shit now that we discovered humans. Chantal, hey, leise! We're gonna have to shut this whole operation down just to get all hands on deck over on Earth. I can give your territory to the Scrandle brothers and have them expand their facilities to find out more about these humans. Oh, have you tried one of these fuckers yet? Oh, God, the high? It's otherworldly. Can't believe a species like this really exists. Humans! Fühl ich mich beleidigt. Who'd have even thought? Anyway, don't fuck up again, even if it doesn't matter, or I'll smoke you myself. Oh, would you look at that? He marked his coordinates on the calendar. Shit! All right, now we just need a blank warp disk to encode this on. Sind das Koordinaten, die wir brauchen? Na, sie tut mir echt irgendwie so ein bisschen leid, ne? Also 40,7895 Grad Nord und 74,0565 Grad West. Ich weiß nicht, ob wir das Symbol auch noch irgendwie brauchen. Ich mal's mir mal auf. Das war's. Okay. Oh, crazy, Leute. Ich habe so ein bisschen Angst, was hier jetzt passiert als nächstes, wenn wir hier rausgehen.
Oh, Leute, 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 Leute. Da möchte ich ja nicht arbeiten gehen. Wie die ganze Geschichte hier weitergeht, Ladies and Gentlemen, das werden wir in der nächsten Folge rausfinden. Klickt euch unbedingt rein, wenn ihr das auch herausfinden würdet, wollt. Ich würde mich sehr, sehr freuen und bis dahin genießt den Tag und seid ein wenig dirty dabei.